Kürzlich hat Blizzard zwei weitere Details von Diablo 3 enthüllt, nämlich die Wüste als neuen Schauplatz sowie den prügelfreudigen Mönch als neue Heldenklasse. Aber Moment, was heißt hier eigentlich neu? Durch die Sandsteppe zog man ja schon in Diablo 2, wenn Sie mich fragen, der seinerzeit langweiligste Akt. Egal. Und auch den Prügelmönch kennt man, weil er bereits anno dazumal als Heldenneuzugang in Hellfire auftrat, dem Add-on zum allerersten Diablo. Sei es drum, in Diablo 3 sind Wüste und Mönch nun erstmals vereint und sehen so aus. Im Gefecht gegen die Steppenmonster setzt der Glaubenskrieger hier unter anderem auf seinen Schlag der sieben Ebenen. Dabei blitzt er um seine Opfer herum und haut mehrfach zu. Mit dem Talent undurchdringliche Verteidigung hüllt sich der Stabschwinger in eine Schutzglocke, die Geschosse reflektiert, zum Beispiel Feuerbälle. Dann noch ein paar Schläge der sieben Ebenen und diese Sandmagier sind gegessen. Ebenfalls ganz nützlich ist der Zauber Inneres Heiligtum. Damit zeichnet der Mönch eine Leuchtrune auf den Boden, die kein Monster betreten kann. So hält er sich Nahkämpfer vom Leib. Das Talent Strahlendes Antlitz wiederum dient als eine Art Fantasy-Blendgranate, mit der der Mönch komplette Gegnerhorden kurzfristig betäubt und dann in Ruhe vermöbelt. Die Spezialität des Prügelknaben sind Kombo-Angriffe wie der Weg der 1000 Fäuste. Damit stürmt er auf sein Ziel zu, drischt in schneller Folge drauf und stößt es dann mit einer Schockwelle weg. Moment, ging Ihnen das gerade auch zu schnell? Dann nochmal in Zeitlupe. Anstürmen, draufhauen, wegschubsen, so. Ebenfalls in die Kombo-Kategorie fällt dieser Wirbelschlag namens Lähmende Welle, der alle umstehenden Feinde verlangsamt. Und dann wäre da natürlich noch die 5-Punkt-Explosion, eine der effektvollsten Angriffsketten. Beim dritten Kombo-Treffer verwundet der Mönch seinen Gegner und lässt ihn kurzfristig bluten. Man erkennt es am pulsierenden Herzsymbol über dem Kopf. Wenn der Feind nun während dieser Zeitspanne stirbt, platzt er. Die Explosion schädigt alle Monster, die drumrum stehen. Was nach Jugendschutzgesichtspunkten natürlich völlig unbedenklich ist. Wie Sie sehen, sind die Bestien in Diablo 3 lediglich mit Erdbeermarmelade gefüllt. Die Szene hier spielt übrigens in der von Kultisten besetzten Stadt Alcarnus, einem der Questziele von Diablo 3. Auch wenn die meisten Aufträge dem typischen Schnetzle alle Monstermuster folgen, gibt's auch originelle Ideen. In dieser einstürzenden Höhle etwa hat man 3 Minuten Zeit, um möglichst viele Schätze zu sammeln und wieder heil nach draußen zu kommen. In der Wüste hausen logischerweise auch die passenden Gegner. Bei diesem Sandgeysir lauern Derwische, die mit ihren Wirbelattacken Angreifer wegstoßen. Am meisten Spaß dürfte die Teufelsharz freilich wieder im Koop-Modus machen, indem sich bis zu 8 Helden gemeinsam durch die Monsterhorden hacken. Hier sieht man auch gleich alle bislang enthüllten Klassen, den Barbaren, den Hexendoktor, die Zauberin und eben den Mönch. Geübtes Zusammenspiel ist dabei nicht ganz so wichtig wie in Online-Rollenspielen, es sei denn, es geht gegen besonders zähe Monster-Champions wie dieses Insekten-Ding. Auch der Krachfaktor ist nicht zu unterschätzen. Dank der Physik-Engine geht gerne mal die halbe Umgebung zu Bruch, allerdings ohne spielerische Auswirkungen. Apropos Effekte, davon hagelt's in den Koop-Schlachten natürlich am meisten. Die Zauberin erzeugt hier eine Magiekuppel, die gegnerische Geschosse verlangsamt. Der Hexendoktor vertreibt Feinde mit seinem Talent Entsetzen, wirft Feuerbomben und beschwört giftige Heuschreckenschwärme. Der Mönch lässt, was sonst, Gegner platzen, der Barbar kloppt sich einfach durchs Getümmel. Derweil legt die Zauberin mit magischen Geschossen und ihrer Frostnova nach. Diese Szene zeigt ganz wundervoll, wie knallig und spritzig sich Diablo 3 spielt, besonders wenn der Mönch dabei ist. Damit erbt Diablo 3 auch ohne große Innovationen die Stärke seiner Vorgänger. Aber um mal Blizzard zu zitieren, Innovation ist überbewertet. Das kann man generell anzweifeln, in diesem Fall stimmt's jedoch. Diablo 3 macht einfach unkomplizierten Spaß, obwohl man sogar den Mönch und die Wüste schon mal gesehen hat.